Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich habe hier wieder was Neues. Ich habe was bekommen. Jetzt war ich gerade am überlegen, ob ich das neue Küchenmesser nehme, wo ich eben ein Video gemacht habe, aber das ist verdammt scharf und spitz, und da habe ich eher Angst, dass ich mir irgendwas wehtue. Und zwar habe ich jetzt ja schon in dem ein oder anderen Video angekündigt, ich habe eine Gaming-Tastatur bekommen, um euch die mal zu zeigen. Und da ich von Gaming-Tastaturen eigentlich nicht so die Ahnung habe, aber mich schon immer dafür interessiert habe, habe ich gedacht, und die sah auch echt geil aus, machen wir das mal. So. Die ist gut verpackt, sehr gut verpackt. Von Harvit ist die. Wartet mal, ich mache mal die Plaste noch ab, dann kann ich euch das besser zeigen, denn spiegelt das nicht so. So, da von Harvit. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nee, Howit. Howit. Ich glaube, das heißt Howit. Es ist kein V, ist ein U. Howit. Oder Havit? Keine Ahnung. Das ist die Gaming-Tastatur. Die werden wir jetzt mal auspacken. So. Also vorne jetzt hier ist jetzt nur die Gaming-Tastatur abgebildet. Dann RGB. Mechanische Gaming-Tastatur, also die kann man irgendwie austauschen, die Tasten. PC-Mac, ergonomisch, Multilight und Zentralfit, keine Ahnung. Hier haben wir noch einen Pfeil, ich glaube, da sollen wir sie rausziehen. Aber wir gucken erstmal auf der Rückseite. Und zwar, hier steht es auch wieder, ergonomische... Also RGB, mechanische Gaming-Tastatur, die Kurzform ist HV-KB378L. Ja. Und dann stehen hier halt noch so ein paar Daten wegen USB und Strom und was weiß ich. Jetzt machen wir das einfach mal ab. Wo geht denn das ab? Ich glaube hier. Oder doch anderswo? Ja. So. So. Und hier haben wir einen schönen schwarzen Karton mit Silber, dem Harvit. Ich weiß es nicht. Also mit dem Logo jedenfalls drauf. Sehr schlicht, aber auch schön gehalten. Enjoy what? Das doch ist ein V. Steht nämlich hier drauf. HVE. Nee. Das ist was anderes. Ja. Ich habe mir auch schon überlegt, dass ich die dann benutze und meinen Laptop weiter nach hinten schieben kann. Das, weil ergonomisch und so. Dass da ein bisschen... das jetzt falsch rum gemacht? Ich habe es falsch rum gemacht. Das Harvit-Logo kommt nach unten. So einfach geht das auf. Thank you. Doch ist ein V. Steht nämlich hier drin. Thank you for... H-A-V-I-T. Harvit. Habe ich doch richtig gesagt. So, dann haben wir hier schwarzen Schaumstoff. Ich finde die Verpackung, diese schwarze, finde ich echt geil. So. Und dann haben wir hier die Tastatur. Erstmal alles auspacken. So. Ach, hier ist noch der Ding. Ich denke mal, ich mache ein Unboxing mal wieder, weil viele haben sich mal wieder ein Unboxing gewünscht. Das war dann hier erstmal nur gucken, was da drin ist und nachher uns die Tastatur genauer angucken werden. Achso, ich werde jetzt mal dann doch lieber offen lassen, weil da müssen ja so die Einzelteile wieder rein. Und zwar, oh, die ist aus Metall, wie geil. Haben wir dann einmal ein Broschürchen mit bei. Das müsste eigentlich so eingeklappt sein, glaube ich. Weil hier sind so Faltkanten. Hat der Hersteller nicht gemacht. Mach ich mal schnell.
So. Und so sollte es eigentlich sein. Dann haben wir so einen Griff. Dafür sind, der ist für die Tasten, dass wir die Tasten raus und reinstecken können. Das werden wir nachher auch testen. Und dann haben wir eine Anleitung. United Kingdom steht hier vorne gleich als erstes drauf. Und ach, auf der anderen Seite steht unten German. Also Germany. Also haben wir auch eine deutsche Anleitung. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ein schön langen USB-Kabel haben wir auch. Finde ich auch sehr gut. Und was ich sehr gut finde bei diesen längeren Kabeln ist, dass wir hier so einen Klettschluss haben, dass wenn wir das nicht so lang brauchen, halt immer noch so zusammen machen können und so, dass es dann halt irgendwo liegt und nicht so viel Platz frisst oder so aussieht, als wenn dann die Schlangen da rumgehen. So, dann haben wir hier die Tastatur, die ist, sieht sehr nice aus, sehr stylisch, finde ich. Und das ist so ja Metall. Das ist richtig geil. Aber das werden wir uns gleich im, oder ach Quatsch, mache ich kein Unboxing-Hardware, ich mache ein Video und fertig ist. Die haben einen schönen, angenehmen Druckpunkt. Doch. Einen sehr schönen Druckpunkt haben die. Ich muss ja sowieso dann gleich noch am PC. Ich werde das ja dann mal anmachen. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen. Wir gehen dann damit einfach jetzt zum Beispiel in die Pfeiltaste rein. So. Hat eingerastet, dann können wir die Pfeiltaste abnehmen. Das ist diese hier. Und können die ersetzen mit einer 0 oder was weiß ich. Und dann kann man das auch wieder raufstecken. So. Nehmen wir dann einfach die Taste einzeln nehmen und draufstecken. Ist die auch wieder fest? Die ist auch wieder fest. Dann haben wir hier so einen schönen Vogel mit drauf. So. Warte mal, das kann ich euch mal zeigen hier. Das sieht man vielleicht schlecht. So eine Art Phönix. Sie ist sehr schwer, muss ich sagen. Also hat schon ordentlich Gewicht. Ich glaube, hier oben sind dann auch LEDs drin. In diesen vereinzelten. Und hier ist es so ein bisschen rau. Doch, ist schon so von der... Ja. Also wenn man die Hand hier schön auflegt, das ist schon sehr angenehm. Finde ich schon sehr schön. So. Dann haben wir eins mit einer Leuchte, A mit einer Leuchte und ein Pfeil nach unten mit einer Leuchte. Ich werde euch die jetzt mal im Ganzen zeigen. So. Und zwar ist das diese Tastatur. So. Ein Stück weg, dann könnt ihr sie vernünftig sehen. Ich werde euch natürlich den Link auch in die Videobeschreibung klatschen. Und da denke ich mal, dass dieses da oben und dieses beleuchtet ist. Das sowieso. Und die Tasten sollen auch alle beleuchtet sein. Das werden wir gleich sehen, wenn wir sie am Laptop anschließen werden. Da muss ich gleich auch dann nochmal einen Cut machen. So, alles wegpacken. Und dann gucken wir uns ja gleich mal am Laptop an. Ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt. Also vom Optischen her gefällt sie mir. Mit diesem, mit dem Schwarz. Ich bin Schwarz-Fan. Aber mit dem Schwarz und mit dem Silber, das sieht schon sehr nice aus. Und vor allen Dingen, dass es halt Metall ist. Und das steht hier auch so ein bisschen über. Seht ihr das? Aber das ist nicht spitz oder so. Und hier haben wir dann auch noch diese Stelle. Ja, dass wir das halt ein Stück höher machen können. Ja, das ist halt die Unterseite. Und da sind auch Gumminoppen, damit es wirklich nicht wegrutscht. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt mal echt sehr, sehr, sehr gespannt. Auch die Dinger, wenn man die ausfährt, ist hier oben, da ist Gummi drum. Dass man da dann halt auch nicht wegrutscht. Weil viele haben ja dann immer das Problem, wenn man die Tastatur hochmacht, diese Hochmachteile... Standfüße, Nippel, keine Ahnung, wie man sie nennen will, sind dann halt nur Plastik und haben dann keinen Gummi unten drunter und dadurch rutscht die Tastatur hin und her und ist hier jetzt halt nicht. Die ist... Gut. Ich bewege eher den Tisch als die Tastatur. Und ich drücke nicht mal auf.
Wenn ich ganz sanft mache, ganz sanft, dann kann man so ein bisschen bewegen. Aber sobald man schneller wird, dann ja, rastet der gleich ein. Finde ich gut. So, wenn wir das hier hoch machen, das werden wir jetzt gleich am Laptop machen. Ich bin gespannt. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen und wir sehen uns gleich am Laptop. Mal gucken, ob er auch gleich die Treiber findet oder ob wir spezielle Treiber brauchen. Ich muss mir dazu nochmal das Handbuch mitnehmen. Und ja, dann bis gleich am Laptop. So, da sind wir auch schon am PC. Bedienungsanleitung habe ich auch mit bei. Die Tastatur, die wir jetzt anschließen werden. Wo ist oben, wo ist unten? Oben ist das mit dem USB-Zeichen. So, Treiber werden installiert. So. Oh, das leuchtet oben blau. Die Tasten leuchten rot. Eins ist an. A ist noch nicht an. Ich werde euch das mal versuchen zu zeigen. Vielleicht so ein bisschen besser. Muss ich mal ein bisschen hoch machen. So, seht ihr, dass das jetzt so rot leuchtet und da leuchtet es blau. Ich habe mich auch entschieden, jetzt mit der Webcam zu arbeiten, damit ihr auch, beziehungsweise mit dem Aufnahmeprogramm zu arbeiten, damit ihr auch seht, was hier installiert wird an Treibern. Und ich habe natürlich meine Brille wieder mal nicht mit bei. So. Weil man kann die Farbe der Tastatur ändern. Hier haben wir FN. Was passiert denn, wenn wir FN und E-Mail auf... Ah, da kommen wir gleich zum E-Mail-Programm. Coole Sache. Was haben wir denn? Das habe ich bei mir gar nicht drauf. Okay. Und wenn man nur E-Mail... Ja, jetzt bewege ich mich wieder. Fortsetzen. So, jetzt geht's wieder. So. Also wenn man denn hier guckt, die Tasten sind hier echt klein abgebildet. Also ich wüsste jetzt nicht, was soll das sein? Irgendwas mit I. Dann ist ein Viereck mit einem M drin. So, aber ich habe hier kein Viereck, wo ein M drin ist. Jetzt komme ich hier in mein Mikrofon hin. So. Oder haben wir ein Viereck mit einer M, mit einem M drin? Ich gucke mal alle Tasten gerade nach. Ein Viereck mit einer 1. Ah, ich habe ein Viereck mit einem M. So, und dann. Oh, Türkis sieht auch geil aus. Ah, okay. Man kann auch so machen, dass nur WASD und die Pfeiltasten beleuchtet sind. Oh, die sind dann türkis. WASD ist türkis. Die Pfeiltasten sind blau. Und Escape ist gelb. Das muss ich euch zeigen. Das sieht richtig, richtig geil aus. Passt mal auf. So. Wartet mal. Ich muss mal meine Kamera hier ein bisschen freimachen. Ich habe nämlich die Kabel zusammengeknippert, dass nicht so viel Kabelwirrwarr auf dem Schreibtisch ist. So, da kann ich euch das jetzt, denke ich mal, viel besser zeigen. So, da seht ihr dann die Pfeiltasten, die sind blau beleuchtet. Und WASD ist türkis beleuchtet und das ist gelblich beleuchtet. Das kann man vielleicht von der Seite so gut sehen. So, und da ist die M-Taste, wo haben wir sie? Da. Und wenn ich dann FN und M drücke, passt auf, ich mach mal hier, zack, alles lila. Jetzt ist nur Escape beleuchtet. Ja, nur Escape, so ganz dezent blau beleuchtet. Und jetzt nochmal FN. So, alles rot. Jetzt blinkt es rot. Blinken mag ich aber nicht so. Jetzt ist es so eine Art Wellenlinie. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Ah, jetzt ist es bunt. Und geht wieder zurück. Und geht wieder an. Müsst ihr gleich warten, gleich geht es wieder aus.
Nee, das ist mir nichts. Das ist mir zu bunt. Boah, das ist ja noch schlimmer. Was ist denn jetzt passiert? Also wenn ich jetzt hier was drücke, pass mal auf, ich drücke jetzt mal ein L. Das sieht so im Großen und Ganzen ja nicht mal so schlecht aus, wenn ich das jetzt mal so. Ich weiß, ich hätte mal mit Richter kämmen, aber die kann ich schlecht halten, weil die so schwer ist. Ah, cool. Und jetzt nochmal. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Wenn jetzt hier, ihr seht, die sind alle verschieden beleuchtet gerade. Außer der, den ich drücke, ist nicht beleuchtet. Und dann machen wir nochmal FN und M. Dann ist es auch wieder so Regenbogen. Das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu too much. Hier ist rot. Also die Türkise gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das kann man vielleicht hier so ein bisschen sehen. Oder das. Nee, das nicht. Lila. Das wechselt sich jetzt hier ab, so Farbspiel. Ich habe gedacht, dunkelblau kann ich hier vielleicht auch machen. Ist aus. Ach, dann ist nur beleuchtet das, was ich angemacht habe. Okay. Also wisst ihr, wie seht ihr das? Wartet. So, FN und M. Nee, das ist mir. Ich glaube, ich lasse Türkis. Türkis lasse ich. Blau kann ich gar nicht so machen. So. Ja, für Gamer ist es vielleicht ganz gut, wenn man WASD einzeln beleuchtet hat und die Pfeiltasten. Also da müsst ihr mir das mal in die Videobeschreibung posten. Ich gucke gerade. Dauerhaft die Farbe mit Kombination FN können Sie Farbe, Hintergrundbeleuchtung einstellen. Ist die 1. Ach, doch, geht doch blau. Mit M sind nur die verschiedenen Menüs. So. Ich weiß nicht, seht ihr das, dass das jetzt so ein bisschen gelblich leuchtet? Sieht man vielleicht auf der Kamera echt doof. Jetzt drücke ich entfernen. Da ist eine 1 drunter. Also eine 1 in einem Viereck. Und dann passiert. Grün, Türkis, Dunkelblau. Ach, naja, gut, dann finde ich der Türkis doch ein bisschen augenschonender. Ich lasse Türkis, das ist ein bisschen augenschonender. Mit FN plus Pfeiltaste nach oben, Pfeiltaste nach unten. Hintergrundbeleuchtung, Helligkeitsstufe. Ah, okay, FN. Achso, welche Pfeiltasten sind denn das? Das sind doch die Pfeiltasten. Das sind die anderen Pfeiltasten. Ich glaube, das sind die. Oder die? Die haben ja so einen Blinkeffekt, ne? Das nervt.
Ah, doch, jetzt funktioniert es. Jetzt funktioniert es. Ich hatte eben so einen Blinkeffekt drin, ne? Dass die dann so ein bisschen heller und dunkler geworden ist. So, jetzt drücke ich mal, versuche, dass ich das gleichzeitig schaffe. So, Fn und den Pfeil nach unten. Jetzt könnt ihr gleich sehen. So, und jetzt Fn und Pfeil nach oben. Also, das sieht auf der Kamera scheiße aus. Das sieht in Wirklichkeit viel, viel besser aus. Atemmodus. Erstelle 7 Farben, Auswahl. Ey, ist so viel Scheiße drin, die braucht man nicht. Also Gamer vielleicht schon. Also sagt mir mal, ob ihr das braucht. Oh, und Tastenkombination. Spielmodus. LOL. COD. CF. QQ Race. Ach so, das ist schon für Spiele vorbereitet. FPS. Okay, so. Und für LOL ist vorbereitet, drücke Fn und L4. Fn und L4. Ah, okay. Da ist jetzt WASD beleuchtet, aber zusätzlich noch Q, E, R, F. Und oben Ausrufezeichen 2, Dollarzeichen, Paragraphenzeichen, Prozent und Schrägstrich. So, jetzt werden wir das mal testen. Jetzt machen wir mal COD. Und das ist L3. L3, FN und L3. Oh, ja. Also das ist für mich jetzt hilfreich, dass ich jetzt, bei welchem Spiel welche Tasten ich benutzen kann und muss nicht ewig suchen. Das finde ich gut. Also bei COD ist STRG beleuchtet und der Pfeil nach oben in weiß. Dann ist beleuchtet Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, also ganz unten, in grün. Und oben dann noch Ausrufezeichen, 2, 3, ja, also die Zahlentasten oben, 2, 3, 4, 5 und die 6 und 7 auch. Da kann ich euch mal zeigen. So. So sieht das aus. Da sind einmal diese beiden hier beleuchtet. Die sind alle pechschwarz. Und diese sind beleuchtet. Das sieht man bestimmt echt scheiße über die Cam. Was haben wir denn noch? QQ Ways. Das ist L5. F und L5. Da brauchen wir WASD. Wobei jetzt hier wieder ein bisschen was anders ist. Also die STRG-Taste, Pfeil nach oben und Alt sind türkis beleuchtet. ASD ist lila beleuchtet und W und R ist gelb beleuchtet. Dann haben wir noch die Pfeiltasten, die sind weiß beleuchtet. Also werden die für verschiedene Kombinationen in einer Farbe sein. Die türkisen, die lilanen, die gelben und weiß ist zum Steuern. CF, was CF ist, weiß ich nicht, aber wir machen mal FN und L2. Ach du Scheiße. Da haben wir jetzt grün beleuchtet, Post, Bild, also Bild hoch, Bild runter und Ende. Dann haben wir blau beleuchtet, also richtig schöne Kräfte, blau, STRG, Pfeiltaste nach oben, Alt, also dicke Pfeil links. B, G, D, S, A, dann haben wir den Tab, Q, W, E, R und 1, 2, 3, 4, 5, alles in blau. Zusätzlich haben wir noch rot, F1, F2 und F3. So, und wenn wir das alles nicht brauchen, was machen wir dann? Entfernen. Okay, dann Fn und entfernen. Fn und so, türkis. Also hat wirklich echt Haufen Zeug mit drin. Hier haben wir denn auch noch Fn und Windows-Taste. Zum Windows-Taste aktivieren, deaktivieren.
Ach so, wenn ich jetzt Windows-Taste drücke, ist das. Und dann kann ich aber auch FN und die Windows-Taste drücken und dann kann ich die Windows-Taste drücken, wie ich will, da passiert nichts. Aber ich brauche die Windows-Taste. FN plus, um blaue LED abzuschalten. Pause ist das da. FN. Ach, das sind die blauen Striche oben, also diese Wellenlinie, was ich euch vorhin gezeigt habe. Also praktisch die drei Striche und die. Die kann man, wenn man sie nicht will, abschalten. Die gehen aber auch nicht in einer anderen Farbe. Die gehen nur in diesem kräftigen Blau, was ich eigentlich ganz gut finde. Abspielpause. Also das eigentlich wie in einer normalen Tastatur, denn der Rest eigentlich... Das andere ist alle die LED-Beleuchtung. Muss ich jetzt aber ehrlich gestehen, ich muss mal gucken, ob man die auch noch selber programmieren kann. Weil das wäre natürlich für mich persönlich sehr, sehr hilfreich. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel zocke und vorher dann meine Tastatur programmiert habe auf LOL und so spiele ich nicht. Also die Speicherstände kann ich mir getrost sparen. Also kann ich das für LOL nehmen. Ich mache mir dann halt eine Liste. Und dann kann ich zum Beispiel, Warzed hieß das früher, das ist jetzt Investation oder so, oder H1Z1. Kann ich mir praktisch vorher die Tasten einprogrammieren, welche ich brauche für H1Z1 und für Investation. Und dann sehe ich die beleuchtet. Ich denke mal, damit könnte ich es dann auch mal hinkriegen mit WASD und mit den anderen. Ja, mit einer Tastatur zu spielen, weil ich bin meistens immer überfragt, da sind so viele Knöpfe und dann vergesse ich das meistens. Beim Controller habe ich halt nur meine paar Knöpfe und das ist ja meistens bei Spiel zu Spiel unterschiedlich, bei der Tastatur, wo was ist. Und da ist das, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Haben auch einen schönen Druckpunkt, kann ja mal... Ja, ich finde es aber ein bisschen laut. Also ja, die hat halt natürlich einen ordentlichen Druckpunkt. Man kann die Tasten austauschen. Finde ich aber jetzt schon ein bisschen lauter, wenn ich jetzt hier zum Beispiel schreibe. Also da finde ich die schon sehr laut. Man muss auch bis zum ersten Klick machen, weil sonst wird es nicht angezeigt. Also nur so leicht ruftippen zählt nicht. Ja. Ist für mich jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil meine Laptop-Tastatur ja ein bisschen leiser ist. Aber ich finde die vom Style, finde ich die echt richtig, richtig geil. Die sieht richtig geil aus, man kann viel einstellen. Mit dem beleuchteten Tasten finde ich sehr schön. Kann man auch abends im Dunkeln spielen. Ich bin gerade dunkel bei euch, sehe ich gerade. Wartet mal, ich muss mal. So. Müsste vielleicht ein bisschen besser sein, das, weil jetzt direkt hier die Scheibe ist. Und ich denke mal, damit könnte ich das vielleicht auch mal gebacken kriegen, wer ist die Spiele zu spielen. Ich muss mir nur mal schlau machen, ob ich das selber programmieren kann. Und dann werden wir da schon weitersehen. Ob das, ich werde mal reingucken. So. Farbfuß, Hintergrundbeleuchtung fest links nach oben. Also kann man doch wohl das machen, dass man auch sein eigenes festlegt. Das ist hier auch beschrieben in der Anleitung, bei welchem Spielmodus welche
Ja, welche Tasten noch zusätzlich belegt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Also das seht ihr nicht nur auf der Tastatur. Auch hier, das ist natürlich super, wenn man das mal ausprogrammiert hat und mit man selber was einprogrammiert hat. Und dann kann man hier die Tasten wieder selbst machen. Aber so wie das aussieht hier, kann man das wohl auch selber machen. Da muss ich mich mal echt mit schlau machen. Das dauert ein bisschen was länger. So, jetzt soll es jetzt so weit zur Gaming-Tastatur gewesen sein. Ich werde euch die nochmal in der vollen Pracht zeigen. Oh. Oh, achso, ich müsste mal hier den Kabel locker machen. So, da könnt ihr sie mal sehen. Aber die sieht jetzt gar nicht so schön beleuchtet auf der Kamera aus, muss ich sagen. Die sieht jetzt, wenn man in real, viel schöner beleuchtet aus. Also ihr seht kaum eine Beleuchtung. Ich werde mal so machen, dass ich nochmal ausmache. So. Also ihr seht es nur leicht, aber die ist wirklich, wirklich richtig schön beleuchtet. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wie gesagt, ist nur eine Vorstellung, ist meine erste Gaming-Tastatur überhaupt. Habe ich vorher noch nie besessen. Ich bin auch kein PC-Spieler, muss ich auch dazu betonen. Ich bin ein Konsolenspieler, aber damit mit den verschiedenen Farben, also... Ich denke mal, damit könnte ich das auch vielleicht irgendwie hier backen kriegen. So, ich bin dann erstmal weg. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ahoi, sagt euer Odin.